So, mein nächster Gast, meine Damen und Herren, der polarisiert die Menschen wie kaum ein anderer. Er hat 63 Millionen Bücher verkauft und ist einer der erfolgreichsten Autoren der Welt. Es ist Erich von Däniken. Seit 50 Jahren reist er auf den Spuren der Götter durch die Welt. Er sucht Hinweise auf den Besuch von Außerirdischen auf unserer Erde. Er ist davon überzeugt, dass sie schon längst da waren. Bei den Mayas und den Inkas, im antiken Ägypten und im alten Indien. Endgültige Beweise hat Erich von Däniken allerdings noch nicht gefunden. Und so wird er von Wissenschaftlern belächelt und von Theologen bekämpft. Trotzdem fasziniert er die Menschen mit seinen Ideen heute mehr denn je. Er ist gerade 70 Jahre alt geworden und macht immer noch einen sehr jugendlichen Eindruck. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Erich von Däniken. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Guten Abend, Herr Beckmann. Guten Abend, die ganze Runde. Ist Ihnen denn in letzter Zeit was aufgefallen? Hat sich denn was verändert? Waren die Außerirdischen gerade mal wieder da? Ich war noch vor 14 Tagen in Ägypten. Und man glaubt ja immer, jetzt wisse man alle Geheimnisse der großen Pyramide. Da erfahre ich doch, dass sie einen neuen Schacht entdeckt haben, 90 Meter tief unter der großen Pyramide. Ja. Da ist Grundwasser und im Grundwasser drin ein riesiger Sarkophag. Leider habe ich es noch nicht geschafft, da runterzukommen. In den nächsten 2 Monaten schaffe ich es. Wie wollen Sie da runterkommen? Mit Hilfe eines Ägyptologen, der dort arbeitet. Und mit Hilfe des üblichen Bakschisch. Ach, Sie müssen zahlen. Also natürlich muss man zahlen. Sie müssen zahlen. Also der Muster unten ist ja Wasser jetzt. Oder ja. So, ja. Das gehen Sie mit der Kamera runter oder gehen Sie selbst runter? Natürlich gehe ich selbst runter, denn da kann man runter. Ja? Der Chef der Altertumsverwaltung in Ägypten ist ein Professor Seihawas. Der selbst hat vor einigen Monaten gesagt, es sei unheimlich, da unten sei ein Sarkophag, der sei größer als der Schacht. Also wie hat man den Sarkophag runter? Darunter ja. Ja. Nun, darüber kann ich noch nicht reden, so lange, bis ich es nicht gesehen habe. Aber es hört nie auf, es gibt immer was Verrücktes. Ich muss aber noch tief Luft holen vorher, wenn man... Ja, ja, ich fahre da runter. Ich klettere irgendwie runter. So, dann lass uns mal wirklich ins Konkrete gleich gehen. Sie behaupten ja, dass es Hinweise im Alten Testament gibt, dass da schon Außerirdische waren. Also, Hesekiel, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Es gibt unterschiedliche Arten, es auszusprechen. Ich blätter mal auf. Das Buch Ezechiel, die Erscheinung Gottes. Ich sah, ein Sturmwind kam von Norden, eine große Wolke mit flackerndem Feuer, umgeben von einem hellen Schein. Aus dem Feuer strahlte es wie glänzendes Gold. Mittendrin erschien etwas wie 4 Lebewesen. Sie sahen aus wie Menschen. Jedes der Lebewesen hatte 4 Gesichter und 4 Flügel. Ihre Beine waren gerade und ihre Füße wie die Füße eines Stieres. Sie glänzten wie glatte und blinkende Bronze. Sie sagen, das sind Außerirdische. Das ist eine Geschichte, die natürlich von Fall zu Fall anders übersetzt ist. Die Worte werden je nachdem gewertet. Aber im Wesentlichen bin ich hier der Überzeugung, hier ist nicht der liebe Gott, der allmächtige, grandiose Geist der Schöpfung gemeint, sondern etwas Materielles, etwas Technisches. Denn das ist gerade der Einstieg zur Geschichte. Ja. Hesekiel beschreibt später den Lärm, den diese Flügel machen. Ja. Er vergleicht den Lärm mit dem Getöse eines Heerlagers, mit dem Rauschen und Donnern vieler Wasser. Er spricht von Metallbeinen. Er spricht davon, dass es anzuschauen war, als wäre je ein Rad mitten im anderen Rad drin gewesen. Etc., etc. Hesekiel, in dem Buch, wird zumindest teilweise, alte Technik beschrieben und nicht etwas Metaphysisches, Geistiges, keine Erscheinung, keine Vision, sondern etwas, das da war, Beine hatte, Flügel, Räder, Lärm produzierte, etc. Ja, ja, ja. Also Sie sind ja mit dieser Interpretation dann auch zur NASA gegangen, 1972. Ja. Haben gesagt, da steckt mehr drin hier, im Alten Testament, in diesem Buch. Wie haben die denn reagiert? Haben sie gesagt, Spinner, also ich hatte damals einen noch geheim gehaltenen Vortrag bei den obersten Chefs in Huntsville und habe 5 Minuten über Hesekiel gesprochen. Und später beim Nachtessen sagte mir der damalige Chefkonstrukteur, toller Typ, sehr wohlwollend, Herr von Däniken. Ist ja schön, Sie sind der erste Mensch, der mich auf diesen Hesekiel aufmerksam gemacht hat. Aber erwarten Sie bitte in der Bibel keine Technik. Das sind alles Visionen, Gesichte, Träume, spätere Einfügungen etc. Und derselbe Mann sagte dann, wenn ich mal Zeit habe, guck ich mir mal in diesen Hesekiel rein. Ja. Das tat er nachher und wurde fasziniert, fing an Hesekiel beim Wort zu nehmen, Satz für Satz zu analysieren, nachzuzeichnen, aus dem Wissen eines Doktor des Ingenieurwesens, Spezialrichtung Raketenbau. Daraus wurde ein schönes Buch, The Spaceship of Ezekiel, es gibt allerdings eine deutsche Variante. Ja, genau. Ja.
Und das ist unglaublich. Herr von Däniken, jetzt haben Sie das ja versucht, in eine Animation zu gießen. Ja. Die wollen wir uns jetzt mal angucken, damit das für uns irgendwie, die wir nicht so außerirdisch denken können, damit das mal eine Vorstellungskraft kriegt. Okay, ja? Sehe ich das hier? Sie können was dazu sagen. Also das ist eine Animation, so wie Sie sich das vorstellen und natürlich die Wissenschaftler. Aus dem Raumschiff wird ein kleines Zubringerraumschiff ausgeschleust. Ja. Das rast auf die arbeitende Männergruppe zu. Später wird Hesekiel in diesem Fahrzeug in den sogenannten Tempel gefahren. Er beschreibt den Lärm der Flügel, er beschreibt die geraden Beine etc. Plötzlich taucht dann dieser Fremde auf, der anzusehen ist, wie ein Glitzermann in einem Schutzanzug und drückt ihm einen Maßstab in die Hand und befiehlt ihm, den Tempel zu vermessen. Übrigens, was wir gesehen haben, ist ein kleiner Teil einer Animation aus dem Mystery Park. Das muss ich sagen. Mystery Park, gehört Mystery Park in Interlaken. Ist Interlaken sensationell. Ja. Den haben Sie gebaut. Mit Hilfe von vielen anderen und viel Goodwill und so weiter. Natürlich ein bisschen Geld dafür, aber ich weiß, dass es für Kinder und für Jugendliche 86 Millionen ein großer Spaß ist. Also wir gehen jetzt weiter. Wir versuchen ja mal den nächsten Schritt zu vollziehen. Ich habe mich extra vorbereitet, bin nach Mexiko geflogen, bin zu den Mayas geflogen. Ich sage, wenn der von Däniken kommt, musst du dagegenhalten. Das war ein netter Urlaub. Aber ich bin nicht nach Palenque gegangen, sondern nach Chichen Itza und habe mir sozusagen die Maya-Pyramiden angeguckt, weil es für Kinder einfach eine großartige Erfahrung ist, zu lernen, was für eine Hochkultur da im 3. Jahrhundert bis zum 7. Jahrhundert nach Christus vorhanden war. Ist ja auch erst vor kurzem alles entdeckt worden. Richtig. Sie waren in Palenque mehrmals und überall waren Sie und haben da was gefunden. Also Ihr Lieblingsfund ist ja diese Platte von Palenque. Was haben Sie da gefunden? Also das ist eine Geschichte, das muss man im Bild sehen, sonst kann man sich nicht. Dann schauen wir uns das an, das haben wir alles vorbei. Da ist eine Grabplatte unter einer Pyramide. Das Ding ist 3,80 Meter auf 2,20 Meter. Im Zentrum sehen Sie eine Gestalt nach vorne gebeugt. Ja, das sieht man da mittendrin. Als ob sie auf einem Motorrad sitzen würde. Genau. Bedient mit beiden Händen irgendwelche Funktionen und so weiter. Und am Ende dieser komischen Darstellung ist sowas wie eine züngende Feuerflamme. Jetzt muss man natürlich wissen, die Archäologie sieht das völlig anders. Ja. Und Sie haben das Bild einfach mal jetzt auf den Kopf gestellt, sozusagen. Nein, die Archäologie verlangt sogar, dass man es als Hochbild sehen würde. Ja. Und ich spotte dann nur und sage, wenn wir es als Hochbild sehen, dann wird es ja noch toller. Dann hätten wir direkt so einen Feuerstuhl, der nach oben rast. Nun, das ist Computeranimation, ist eine Spielerei. Aber ich darf Ihnen nur versichern, wenn ich über sowas schreibe, dann kenne ich die ganze Fachliteratur. Ich kenne jedes Buch und jede Meinung von jedem Archäologen, der darüber schreibt. Und nehme mir dann trotzdem noch die Freiheit, damit nicht einverstanden zu sein, weil die sich gegenseitig dauernd in den Haaren liegen. Ja, aber die halten das für Spökos, die Archäologen, und sagen, der spinnt doch, der Däniken. Natürlich sagen die, der spinnt, aber es fragt sich, wer mehr weiß. Und in dem Fall weiß ich mehr, weil ich ihre Literatur kenne. Die andere Seite meine ich aber nicht. Ja. Lass uns ein bisschen über die Maya-Kultur reden. Wo haben Sie diese Platte gefunden, in Palenque? In Palenque, das war 1949, Professor Dr. Rutz begann mit den Grabungen. Erst 1952 stieß man in einen Raum unter der Pyramide, und das ist sehr wichtig, der Raum über der Platte war bedeckt mit 7 Meter langen Stalaktiten, Stalagmiten, Tropfsteinen. 7 Meter lang, die müssen zuerst mal wachsen. Die schlug man weg 1952 und entdeckte die Platte. Das Original der Platte ist heute noch unter der Pyramide, denn sie ist zu groß, 3,80 Meter auf 2,20 Meter, als dass man sie die enge Treppe hätte raufnehmen können. Im Anthropologischen Museum liegt eine Kopie, die als Original verkauft wird. So, das ist alles sehr, sehr spannend. Und ich freue mich immer, wenn die Interpretationen sich ändern. Früher habe ich Wissenschaftlern einen Vorwurf gemacht, die blicken nicht über ihren eigenen Tellerrand. Inzwischen nehme ich das zurück, sage doch, sie blicken neuerdings in meinen Tellerrand. Okay, verstanden. Also die Mayas in dem Fall, was Sie da entdeckt haben, in Palenque in diesem Fall, ist so, dass Sie sagen, da waren Außerirdische schon mal zu Gast.